Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Chaos im Wald. Ich habe mir jetzt meinen wunderschönen Jeep Gladiator Rubicon konfiguriert. Vorne bei der Stoßstange gab es noch die Konfiguration getunte Stoßstange. Ja. Da eine Seilwinde mit drin ist, hoffe ich mal, dass die auch windet. Weil wenn ich das die Seilwinde hier konfiguriere, das sieht halt scheiße aus. Und es gibt noch eine Heckseilwinde. Deswegen hoffe ich mal, dass das dann alles passt. Wenn ich back. Soll das so aussehen? Ja, man lassen es jetzt mal so. Sieht ja schon geil aus. Hoffen wir, dass die Seilwinde vorne funktioniert. Konfigurierter Grill. Die Farbe selber konfiguriert. Mit diesem Anpassmod da von der Farbe. Schriftzug in Rot. Und dann wird das Ding immer für 40.000 einfach mal gekauft, hätte ich gesagt. So. Das ist jetzt unserer. Dann brauchen wir dazu noch ein Schiebeschild. Nehmen wir gleich mal das Größere, hätte ich gesagt. So ist schöner. Farbe kann ich komplett anpassen, theoretisch. Das passt halt jetzt gar nicht. Also. Hellblech? Oh ja, das sieht ja ganz geil aus. So, das kaufen wir jetzt auch noch. Gut. So. Jetzt haben wir noch 150.000. Wo stehe ich denn jetzt hier? Wo steht. Ah, davon steht das Auto. Wow. Ich hätte mir den Gabelstapler überlegt. Da würde ich mir, wenn dann, aber den hier kaufen. Und da würde ich sagen, warte mal noch ein bisschen. Weil der Radlader funktioniert ja momentan. So, dann ist die Sache mit Kompaktlader. Beziehungsweise Presslufthammer. So, der hier. Den kaufen wir jetzt auf jeden Fall mal. So. Jetzt brauchen wir ein Fahrzeug zu. Kompaktlader. Keine Schaufel dranhängen. Kann auch eine Fräse. Ja, okay. Kann auch zum Forst aufladen. Kann auch zum Ballen rangieren. Okay. Kostet aber alleine der Kompaktlader. Klar, 35.000 günstigste. Ich würde aber auf jeden Fall Bandlaufwerk nehmen. Und dann mal da Kubota mal was Neues werden. Kubota nehmen. Sind wir aber bei 77.000. Was sich in meinen Augen momentan einfach nicht lohnt. Deswegen hätte ich jetzt vorgeschlagen, kaufen einen Radlader als Kompaktladeadapter. Kann die Position des Dings anpassen. Ach, warte mal, Adapter. Es gibt es einen Radlader zu Teleskoplader. Backlader zu Dreipunkt und Backlader zu Frontlader. Das heißt, ich hänge Kompaktlader an und hätte dann Frontlader vorne dran. Richtig? Frontlader zu Kompaktlader. So, da haben wir es doch. Nee, warte mal, warte mal. Frontlader. Stopp, 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 stopp. Frontlader zu Telelader. Teleskoplader zu Dreipunkt. Teleskoplader zu Frontlader. Teleskoplader zu Radlader. Radlader zu Teleskoplader. Kompaktlader zu Gerät. Anscheinend gibt es diese Konfiguration nicht. Radlader zu Kompaktlader. Macht vielleicht doch irgendwie Sinn. Das heißt, man brauchen zwei Adapter. Fürs erste reicht, das ist okay. Machen wir das. In erster Linie brauchen wir Radlader zu irgendwas. Glaube, da gibt es nicht viele Optionen, außer Radlader zu Telelader. Es gibt aber auch nur Frontlader zu Telelader, gell? Oh mein Gott. Das heißt, ich bräuchte jetzt theoretisch einen Adapter von Radlader zu Telelader, einen von Telelader zu Frontlader und einen von Frontlader zu Gepacklader. Ist immer noch günstiger als einen Gepacklader zu kaufen. Alter Schwede, ey. Also Radlader zu Telelader. So.
Jetzt brauchen wir Telelader zu Frontlader. Gott im Himmel. Jetzt brauchen wir Frontlader zu Gepäcklader. So. Alter Schwede. Naja, fürs Erste, wie gesagt. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Kompaktlader kaufen, aber... Ja. Fürs Erste reicht das. Gut, ansonsten hätte ich gesagt, wir gucken mal jetzt nach dem Grundstück, aber wegen Feld vielleicht. Dass wir da dann weiter gucken. Ich glaube, Forstgeräte... ja gut, das sind dann Fräse und Baumpflanzmaschine für den Bagger auf jeden Fall. Und das Ding geht ja auch noch. Weil der Rest ist erstmal noch in Ordnung, das Seilkran brauche ich erstmal nicht. Weil das Ding kostet 60.000, das ist halt auch genug und selbst Ernter brauche ich eigentlich auch momentan nichts. Der Bagger geht noch, die Geräte brauche ich auch erstmal nicht. Ich will jetzt erstmal gucken, dass ich so ein bisschen so die benötigten Geräte für die Landwirtschaft dann vor allem kaufe. Beziehungsweise erstmal Land. Weil Plan ist es hier, einen kleinen Hof zu bauen für die Landwirtschaft. Dass ich da die paar Geräte hinstelle. Und ja. 150.000, 132.000, 92.000. Was ist denn da alles drauf? Nix. Wow. Gruppert und gepflügt sind die Felder. Also scheißegal. Okay. Wann kann ich anpflanzen? Februar kann man Baumwolle pflanzen? Nee, danke. Ab März kann man dann größere Sachen pflanzen. Beziehungsweise April. Also es hat noch ein bisschen Zeit, wegen Feldern zu gucken. Aber ich könnte mir jedes leisten momentan. Okay. Okay. Jetzt sehe ich nur ein Problem. Ich habe hier zwar Adapter und Kram liegen, aber kein Gerät, um aufzuladen. Gut, müssen wir den Radlader runterschicken. Okay. Nein, vorwärts, 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 bitte. Wo stelle ich die Palettengabel hin? Die kommt gerade mal da drüben rein. Erst einmal. Gut. Dann schicke mal den jetzt zum Händler. Und in der Zeit fahre ich mit dem Auto schon mal zurück, beziehungsweise dem Waldra eigentlich auch. Alle Geräte müssen ja beide hier. Nach Hause. Warte mal. Na klar, hier den Tingram. Beziehungsweise, weil der eh wieder den Mulde absetzt, machen wir den einfach als Follow-Me ins Auto rein. Und dann haben wir... Nee, ich wollte eigentlich... Ach. Ja komm, schicken heim. Der macht schon sein Ding. Ja, genau. Der macht schon sein Ding. So. Wow, diese Lackierung. Alter Schwede. Kiste kann was. So, apropos kann was. Den der Rad schon mal nutzen. Das ist gut. Wow. Okay. Entweder lag das jetzt am Helfer. Oder an der Seilwinde. Ich würde vorschlagen, ich lasse die Seilwinde jetzt erstmal in Ruhe.
Und dann gucke ich mir diese Tage mal an, was das Problem ist. Weil ich habe keinen Bock, das Spiel jetzt schon wieder neu zu starten. Gut, ich bin wieder da. Ich hätte vorgeschlagen, ich lasse die Salvin jetzt erst einmal in Ruhe. Weil ich weiß nicht, ob die erst das Problem war oder weil der Waldra wieder da als Helfer gefahren ist oder was das Problem war. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall muss ich den Radleiter jetzt wieder neu losschicken. Und ich gucke die Tage mal, was das Problem ist, weil das war jetzt schon das vierte Mal in einer Aufnahmesession, dass ich das Spiel neu starten muss. Das hatte ich in den letzten Monaten bis jetzt also nie. Aber heute läuft es irgendwie. Heute habe ich echt die Kacke am Stecken oder am Schuh. Ach, was weiß ich nicht, wo ich das habe. Auf jeden Fall habe ich sie irgendwo hängen. Eieieiei. So, dass ich das Spiel andauernd neu starten muss, weil es andauernd wieder abkackt. Weil irgendwas nicht passt. So. Gut, der fährt. Hupe passt halt nicht so ganz, aber okay. So, was kann der ja das steuern? So, der kann sich jetzt tiefer und höher machen. Wow. InDesign. Okay. Sieht ganz gut aus. So, Licht. Werde Festtagsbeleuchtung. So. Schild dran. Mal heben, bitte. Achso, X. Ups. So, so schiebt er richtig. Und so. So kann man links, rechts drehen. Ah, so kann man auch noch. Okay. So machen wir so und so. Alles klar. Ich habe verstanden. Oh Gott, da ist auch nochmal Licht dran. Also wenn Dokiner geblendet würde, weiß ich auch nicht weiter. Heute geht's gar. Alter. Gut, man kann jetzt Arbeitslicht von machen. Nee, Arbeitslicht von macht es ja nur einen Unterschied. Arbeitslicht allgemein, okay. Ja, macht das gerade mal aus, erstmal. Okay. Hochklappen. Gerade machen. Jetzt erst mal hinfahren. Da kommt der Radlader schon. Guten Tag. Soll ich doch einen Anhänger, den man kaufen kann? Den ich jetzt eh gerade schon mit dem Auto hier bin. Ich will nur gucken. Muss ja jetzt nicht sein. Mahave Anhängermäßig. Dann DDR-Bauwagen, okay. Weiß nicht, ob ich drin schlafen kann. Habe hier einen Antrieb für Zapfwelle und so. Falls man ein Gerät betreiben müsste mal. Irgendwie Anhänger oder was betreiben müsste. Beispiel Häcksler oder was. Dann haben wir, das haben wir, einen Fluglichtanhänger. Ja, sonst halt. Irgendwelche großen Anhänger, wo man was reinladen kann. Wie kostet denn der Fluglichtanhänger? 8000. Komm, machen wir mal vor der Ausstattung. Mit drin umleuchte. In schwarz. Einmal nochmal schnell durchschalten. Okay. Kaufen. So. Nee, da geht es nicht ans Auto dran hier. Ja, das war jetzt auch mein Fehler. Ja, okay. Komm, fahr. Also diese Woche kriegen wir aber auch nicht viel Fortschritt, gell? Will ich mal kurz so anmerken. Ich kaufe hier und fertig ist. Gut, dann hätte der Radleiter das auch mitnehmen können, glaube ich. Egal. Gut, perfekt. Der kann schon mal anhängen. Hängt ein bisschen tief, aber... Ja gut, ich kann ja ein bisschen hochfahren. Okay. So, jetzt machen wir hier mal... Ich glaube, ich muss von außen... rechts ganz erstes. Sieht zumindest von der Größe her so aus. Genau. So. Jetzt.
Nehmen wir den von Radlader zu Telelader. Das passt auch schon mal dran. Wunderbar. Und dann noch den von Radlader, von Telelader zu Kompaktlader. So. Alle Schläuche verbunden. Dann gehen die Schläuche jetzt weiter an die Presslufthammer. Und so. Natürlich ist halt gar kein Druckhinder, weil da hat mehrere Dinge zusammengekoppelt sind hier. Wackelt halt. Naja. Fürs Erste, wie gesagt. Ist okay. Dann Helferlein. Bitte da oben hin. Ich fahre mit meinem Jeep. Ah, ups, dann steuere ich gerade die Lampe hin. Oder jetzt Autobild höher machen. Damit der Netz hinten tief hängt, so. Perfekt. Und vorwärts dann wieder. Attacke. Sieht schon geil aus. So. Attacke. Überhole mal den kurz. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Echt viel geschafft, die Folge. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis nächste Folge dann. Also, tschüss.